Als Reaktion auf antisemitische Vorfälle bei Demonstrationen in Deutschland fordert der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Middelberg eine Änderung des Einbürgerungsrechts. Antisemitisch motivierte Handlungen sollten künftig eine Einbürgerung ausschließen, das sagte Middelberg der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wer öffentlich gegen Jude hetze, die Existenz des Staats Israels in Frage stelle oder die israelische Fahne verbrenne, der dürfe nicht deutscher Staatsbürger werden. Nach Meinung des CDU-Politikers sollte im Staatsangehörigkeitsgesetz der Satz hinzugefügt werden: Die Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn der Ausländer eine antisemitisch motivierte Handlung vorgenommen hat.